von der Anzeige her. Oh, warte mal. Macht das grüne Auer? Macht es nicht. Ist irgendwas zum Anklicken? Guck mal. Hi. Oh. Ja, das ist wieder so ein Event mit mehreren anscheinend. Das Grüne macht doch Aua. Nicht gut. Bin gerade nicht sicher, ob das alles so gewollt ist. Ja. Ja, man kann wohl ganz kurz rein, aber wenn man dann länger drin steht, dann macht es richtig Aua. Das ist jetzt der Rare. Den haben wir also quasi. Erst die Kleinen und dann kommt der Große. Ja, das läuft. So, haben wir es auch. Dann muss ich noch kurz hier auf Bonus Objective achten, dass ich dann nicht so weit rauslaufe. Ich muss wohl noch ein oder zwei Gegner machen. Ja, vielleicht kann ich auch gleich neben dir das Buch anklicken. Das könnte auch schon reichen. 99, war klar. Was machen wir denn noch dafür? Für 1%. Ja komm, der ist am nächsten. Hauen wir einfach kurz mit drauf. Wir sind nicht die Bösen, ihr seid die Bösen. Oh, Level up. Ja, für die Substanz klicke ich jetzt nicht nochmal drauf. So, Stellagosa. Nehmen wir einfach mal den Weg hier in die Richtung. Da kommen noch ein paar. Ja, oh, Black. Dich brauche ich aktuell noch nicht. Du bist nämlich ein Elite-Typ für eine Quest. Deswegen darfst du aktuell noch weiterlaufen. Ah, Stellagosa ist Schnell, anscheinend mal ihr wieder ein müsst diese Drache. Dämonenschlösser öffnen. Ich werde Ihr seid nicht. Schon bald frei, Drache. Wie mache ich die denn auf? Achso, jetzt muss ich hier wieder. Okay, verstehe. Jetzt muss ich wieder in die andere Richtung und einen Schlüssel holen. Ohne zwischendurch was zu klicken. Das sind manchmal diese mehrphasigen Quests, die ihr Ziel dann mittendurch selber ändern, ohne dass man es wirklich mitbekommt, wenn man nicht genau hinschaut. Ja, in deinen Käfig will ich aber eigentlich nicht. Ah, ich sollte aus der Stille vielleicht raus. Bewegt die sich? Auf jeden Fall ist jetzt kein Platz mehr zur Stille. Ich hätte aber hier so ein paar nette Gefäße rumstehen oder irgendwelche Lasst uns Gadgets. diesen Drachen befreien. Holt euch den Schlüssel. Naja, habe ich. Jetzt wieder zum Drachen zurück. Jetzt lassen wir den quasi frei. Hier aufschließen.
Hab Dank, Champion. Ich bin Stella Gosa. Ja, das hatte ich schon vermutet. Du hattest so ein Schild über dir. Ich danke euch, Champion. Jetzt kümmere ich mich um den Wächter, der mir das angetan hat. Stella Gosa, nein! Komm zurück! Verdammt! Die wird sich irgendwann vielleicht noch erkenntlich zeigen. Das hatten wir im Gebiet vor auch. Das war dann... Ich muss Stella Gosa und Cyana Nachtlever finden. Trefft mich oben am Aussichtspunkt. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich hatte das Gefühl, dass sie das alleine machen will. Nachtglebe hat sich etwas verändert. Wir sind auf euch vorbereitet. Ja, gleich mal schauen. Geht's hier hoch oder hinten rum? Könnten es mal hier vorne testen. Ich habe jetzt einfach die Vermutung, dass es ein bisschen oben ist. Und selbst wenn es nicht oben ist und ich weiter oben bin als nötig, runter komme ich ja immer noch. Das sieht auf jeden Fall nicht komplett gemütlich aus. Wir müssen verschwinden, bevor wir überrannt werden. Ich glaube, die ist gerade tot. Ja. Da war ein Jäger. Und wie fast alle Jäger mittlerweile mit zwei Pets. Weil das ist ja die Fähigkeit von einer deren Artefaktwaffen, die jetzt einen bestimmten Namen hat, den ich nicht weiß. Da wird halt Hati beschworen als zusätzliches Pet. Und wenn wir hier warten, können wir einfach mal mit draufhauen. Aber eigentlich warten wir hier immer noch auf die... da ist jemand. Rein können wir nicht. Ich kann die Teufelsenergie spüren. Wir haben euch erwartet. Wie geht es, Katka? Ganz gut. Nachtlebe beweist euch. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, meine Herrin. Hallo. Keiner von euch kann es mit meiner Macht aufnehmen. Doch. Ihr seid nur ein Feigling. Eigentlich sind wir feige. Wir kämpfen hier mit 5, 6. Könntet ihr nur die Macht der Legion schmecken? Schließt euch uns an, Corvas. Aber sie haben mir versprochen. Ja, so ist das mit den Versprechen. Wir müssen verschwinden, bevor wir überrannt werden. Es gibt Alt. Und es gibt Senigos. Was? Es gibt Alt und was? Verräter, die sich mit der Legion einlassen, können nicht Alt geduldet und Pilz. Werden. Das war ein herber Schlag für sie. Doch die Legion beschwört weitere, noch mächtigere Dämonen. Kannst du nochmal umdrehen und zu dem Werf fliegen? Zu sammeln, sind die verheerten Inseln verloren. Da ist noch ein Wehr. Ich muss zur Azurschwingenrast kommen und meinen Großvater Senegos treffen. Ja, mal schauen, ob sich das so ergibt. Sind wir doch wieder da, wo wir angefangen haben. So, das war's? Glaub schon, ne? Fürst Illidan kennt den Weg. Das ist beides so relativ, warte mal, ach so, das Ohr. Mal kurz schauen. Was will ich denn hier? Ja, das ist trotzdem hier das 753er. Das macht
mehr Aura des Schmerzen, der Schmerzen, was ich eigentlich nie benutze. Und das Neue hätte dann... Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ach, da drunter steht's. Feuerbrand-Aura macht mehr Schaden. Hier habe ich mehr Gesundheit oder mehr Schaden von Inferno und Schlag. Ich glaube sogar, dass ich das aktuell gar nicht ersetzen werde. Ergebenste Grüße, Champion. Bleibt nicht zu lange hier. Die Legion wütet überall. Okay, du bist jetzt quasi schon zu einer anderen... Wenn euch irgendjemand helfen kann, diese Säule der Schöpfung zu finden, dann mein Großvater. Ja, Großväter sind eh immer die Besten. Ich treffe euch dort. Die erfindet die Azurschwingenrast entlang der Straße. Entlang der Straße? Welche Straße denn? Ich glaube, das hier, die Straße ist nicht gemeint. Ach ja, da ein bisschen kann man das hier schon sehen. Also die Straße lang und dann nach rechts. Vielleicht finden wir ja noch was Spannendes auf dem Weg dahin. Und in einer oder anderen Ware hätte ich nichts gegen. Oh, jetzt ist die Karte auch schon aufgedeckt. Das ist gut. Also zumindest wo wir hinwollen. Das heißt, wir können der Straße wirklich ganz entspannt folgen. Es sind auch aktuell nicht so viele Gegner. Also das ist dann ein etwas friedlicherer Teil. Oh, jetzt einfach hier lang und dann irgendwann links. Zunicken, zunicken. Ja, hier ist jetzt wieder total friedliches Nachtelfengebiet. Bis auf irgendwas hier drüben. Da steht so ein einsamer Typ rum. Hey Naga, du bist hier gerade ein bisschen allein. War vielleicht nicht die klügste Idee, oder? Oh, du hast ganz viele Seelensplitter für mich. Das finde ich toll. Du versuchst hier irgendwelche Spezialeffekte zu machen. Allerdings sehen die nur schick aus. Ja, Porten bringt ja auch nicht so viel. Dann müsstest du mich zeitgleich auch noch irgendwie festfrieren. Okay, du machst mich sogar langsamer. Dann nehme ich alles zurück. Es macht theoretisch nicht gar keinen Sinn. Nur die Idee war okay, die Ausführung mangelhaft. So, ich muss weiter zu Großvater. Vielleicht bekomme ich dann auch Wert das Echte. Oh, Einhörner. Sonnenrennpferd, ja. Das sind Einhörner. Ja, und nun bin ich der Großvater. Was anderes würde ich als meinem Enkel geben als, ne? Und das so weiter. Sieht nicht so gut aus. Er ist schwach. Was ist halt Großvater. Geht hier vor? Lass das junge Wesen herantreten. Ich bin nicht so tot, wie ich aussehe. Ich glaube, er meint mich mit junges Wesen. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. So, ein bisschen stabilisieren. Wir brauchen Leihwürmer und Knister, ach so, um die Kerne zu beschaffen. Ihr geht okay. Voran, wir folgen. Ich weiß, warum ihr hier seid, kleines Wesen. Bitte, helft uns. Ja, mache ich ja gleich. Ich muss jetzt irgendwo hier diese Würmer töten.
Und da von den Kerne beschaffen. Schauen wir mal, ob die hier drin sind. Sieht gerade, vielleicht geht es hier noch rechts um die Ecke. Sonst bin ich in der falschen Höhle. Ja, doch, da ist ein Würmchen. Tut mir leid, ich habe nichts persönlich gegen dich. Aber du hast so deinen Kern, den will ich gerne. Oh, ich hätte vielleicht die Aura nicht sofort einsetzen sollen. Aber erst nachdem die Spinnlinge hier ankamen. Gut. Ich habe gedacht, man könnte sogar noch was mit dem Tunnel machen, aber nee, hier kam also direkt ein neuer raus. Das finde ich schon mal gut. Vor allem, weil wir beim ersten keinen Kristall bekommen haben. Ich hoffe, dass das kein Anzeichen ist, dass ich hier ungefähr eine Stunde lang rumlaufen werde. Oh, da kommt ein anderer. Einer, die zu mir hinspringen wollte. Seine Frechheit. Oh, das war jetzt doof. Da ist ein Kern. Also Glück ist es ja jetzt nicht mehr so, dass man sich mit Leuten streiten muss, weil, ihr habt ja gesehen, wir haben den beide bekämpft. Und er ist für beide rot geblieben. Also ich gehe einfach davon aus, dass er auch für den anderen rot geblieben ist, weil der weiter lustig draufgehauen hat. Steht hier oben noch, die sind nicht böse, die sind einfach nur zur Dekoration. Bist du unsichtbar? Mal die Spinnen hier. Ja, der Wurm ist echt. War der quasi kurz unter der Erde, aber warum konnte ich ihn dann noch angreifen? Da ist dann wieder eines der Geheimnisse unseres Universums. Direkt mal zwei und hofft auf ein bisschen Lootglück. Ungefähr so war halt nicht. Stachel im Hintern, der tut weh. Ah, da waren jetzt diesmal zwei drin. Das heißt, wir bräuchten in der Theorie nur noch einen. Das wird jetzt wahrscheinlich ungefähr fünf Würmer lang dauern. Mitzählen. Also bisher war es einer. Das ist jetzt Nummer 3. Nichts drin. Kommen wir jetzt Nummer 3. Ich weiß noch damals das allererste MMO. Das war irgend so ein Free-to-Play ganz seltsames Ding. Das ist, wie gesagt, muss um das Jahr 2000 rum gewesen sein. Da wurde ich, habe ich das erstmal so. War halt auch so eine Quest, wo man was sammeln musste und der Typ, der mit mir dabei war, ich so, warum haben die denn das Zeug nicht? Das ist doch voll sinnlos, hat er gesagt. Ja,
Letztendlich wollen die halt nur, dass man hier ein bisschen Erfahrung sammelt und dann Level aufsteigt. Da wurde ich also das erste Mal mit sowas, mit diesem Prinzip konfrontiert, dass da einfach nicht immer was drin ist. Ich glaube nicht, dass es hier der Ausgang ist. Ist auch nicht gerade klein und auch nicht gerade komplett klar strukturiert. Kann sein, dass es hier auch nicht rausgeht. Ich schaue einfach mal. Doch, ich glaube, das so war es richtig, genau jetzt. Ich kam nämlich eben von da. Kann ja mal schauen, ob es hier auch rechts vorbeigeht. Das ist der Gastwirt. Ah, ich schau mal gerade. Macht vielleicht sogar Sinn. Und wenn nicht, dann können wir ja gleich trotzdem den noch neu legen. So, hier müssen wir Kristalle reinschmeißen. Die ich gesammelt habe. Muss ich die gleich in meiner Tasche eventuell anklicken? Ich bin der Älteste meiner Art. Oder so. Tut, was nötig ist. War das gut? Du siehst nicht wirklich aus, als ging es dir besser. Das war falsch. Asuna war einst das Zentrum magischer Studien. Ach ja, daran muss man sich auch gewöhnen. Das kennt man ja zum Beispiel noch von Onyxia oder von anderen Aspekten. Die haben halt immer so eine Menschengestalt und so ist es auch hier bei dem Mädel jetzt. Senegos, wir suchen eine der Säulen der Schöpfung. Ich weiß, dass sie sich in Asuna befindet. Ihr sprecht von Golganetz Gezeitenstein. Er wurde vor langer Zeit zerstört. Der Gezeitenstein zerstört? Wie? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wo die Stücke liegen. Ruht euch jetzt aus, Großvater. Spart eure Kräfte. Ja, die Eure Säulenerschöpfung Tränen brauchen können wir noch warten, mein Sternenlicht. Gönnt mir ein letztes Abenteuer. ja. Seid ihr jetzt fertig? Gut. Hier ist noch ein Welpling. Will anscheinend auch was. Und sonst haben wir hier jetzt aktuell auch nichts weiteres. Wir sollen die Besucher untersuchen. Sind das hier Besucher? Eine Nachricht für Senegos! Die Nachtsichtigen haben den Welpenhort angegriffen. Diese vier Welplinge müssen sofort mit Lehkristallen behandelt werden. Ach, die hier auf dem Boden. Na gut. Wir brauchen sie gesprungene Lake-Kristalle. Und die gibt es logischerweise dort in der anderen Höhle. Ah, okay, die liegen diesmal hier rum. Und da kommen Sachen raus. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Nee. Kann ich kurz noch den anderen rausholen, bevor du mich angreifst? Okay. Oh, da habe ich jetzt aber. Naja, die waren gelb und ich habe dann einfach mal. Ja. War vielleicht nicht die schlauste meiner Aktionen der letzten Zeit. Der mal richtig viele. Dadurch kriege ich dann immer neue. Das ist alles. Aber wenn die wenigstens noch die Kristalle droppen würden. Aber die sind einfach nur da.
Drüben da ist auch noch einer, gut. Na? Wo bleibt der Wurm? Diesmal kein Wurm drin. Na gut, anscheinend nicht. So, jetzt muss ich die hier wiederbeleben. Zack. Und zack. Vielleicht bekomme ich wieder ein neues Haustier. Ach, ich hatte befürchtet, dass wir ihn verlieren. Er war so schwach, als ich ihn fand. Tragt ihn zu Senegos. Meine Hüter werden überrannt. Wir brauchen Hilfe. Trage ich den jetzt gerade hier darüber? Noch ein Angriff der Nachtsüchtigen? Bringt mir mein Kind, Jüngling. Es ist doch dein Enkel, oder? Kommt näher, Welpe. Meine Augen sind nicht mehr die jüngsten. Oh, diese verdorrten Trottel. Ja, okay. Es gibt hier verschiedene Sachen. Das hatte ich ja vorher schon gesehen, aber mir nicht mehr angeschaut. Herr Lagosa. Erfüllt mir einen letzten Wunsch. Eure jüngeren Geschwister brauchen euch. Natürlich. Ihr seid ein gütiges kleines Wesen. Lebt wohl, Großvater. Ja, ich auf weiß, dass bald ich toll bin. Beim Sternenlicht. So, wir hatten doch irgendwo einen tollen Ring jetzt bekommen, ne? Genau, der hier. Und jetzt muss ich mal kurz niezen, deswegen mache ich das Mikro aus. Und wie immer, wenn man es sagt, dann geht es wieder weg. So, jetzt erstmal schauen, was wir hier insgesamt bekommen hatten. Das waren ja schon ein paar Sachen. Warum will er mir das in eine Aktionsleiste legen? Ah, weil es Stoff ist. Das ist natürlich nicht für mich zu brauchen. Jetzt war der Nisa da. So. Das hier will ich aber, glaube ich, anziehen. Und der Ring hier. Das sollte jetzt soweit wieder stimmen. Einmal nach unten, einmal nach oben. Ich gehe dann erstmal nach oben. In der Hoffnung, dass ich dann schon mal weiß, was da alles ist. Und wenn wir dann hier alles gemacht haben, dann müssen wir eh nach unten, dann kommen wir daran eh wieder dran vorbei. Das ist halt so, was in meinem Kopf vorgeht. Hier können wir anscheinend auch den Weg teilweise nehmen. Es ist halt immer noch die Frage, inwieweit er wirklich ans Ziel führen wird, aber es sieht nicht komplett schlecht aus.